Für die Mehl-Mühlens-Stiftung war auch 2020 die Förderung des Nachwuchses in Sattel eine wichtige Aufgabe. Für die Vergabe des Nachwuchsförderpreises der Mehl-Mühlens-Stiftung zählt natürlich der Erfolg im Rennsattel. Doch ebenso entscheidend ist die Bewertung durch eine Jury. Auch für das Verhalten im Sattel und gegenüber dem Pferd sowie für das Auftreten vor und nach dem Rennen vergab die Jury Punkte. Nach 4 Läufen in Baden-Baden stehen nun unsere Champions fest. Wir gratulieren heute unseren Siegern 2020. Leon Wolf, Sean Byrne und Robin Heddens. Herzlichen Glückwunsch! Gleich beim ersten Lauf im September kam es mit den Plätzen 1 und 2 zu einem echten Duell zwischen Sean Byrne und Leon Wolf. Auch Robin Heddens konnte Punkte sammeln. Vorne ist Taron gestellt, außen von Snowdrop, dann Mantano wartet so ein bisschen auf die Lücke, hat aber auch vielleicht nicht mehr ganz so viel zu verkaufen. An der Innenseite Taron wehrt sich aber zunächst einmal. Taron gegen Snowdrop, gegen Joe's Girl. Jetzt kommt Navarro hier zwischen den Pferden mit Hardhead und Gallardo und ganz an der Außenseite Girard. Wer ist denn nun vorne? Joe's Girl mit Snowdrop, mit Hardhead, mit Mantano, mit Gallardo und Girard ganz an der Außenseite. Girard und innen Hardhead. Hardhead wie beim Frühjahrsmeeting für Johnny Hillis. Hardhead gewinnt mit Sean Byrne. Hardhead gegen Girard, gegen Gallardo. Im zweiten Lauf Ende September reichte es für Sean Byrne für Platz 3. Leon Wolf bekam Punkte für die Reitweise. Ratil an der Innenseite, Showdance Kid außen, Uo Chongo, CTD und Thymian bleibt ebenfalls mit dabei. Showdance Kid ist vorne, Showdance Kid mit Thymian, mit innen CTD, CTD und Thymian an der Außenseite, Thymian und CTD, CTD an der Innenseite, Neriano fliegt heran, aber CTD und Laura Gieskin gewinnen gegen Neriano. Im Oktober standen gleich 2 Wertungsläufe an einem Tag an. Leon Wolf sicherte sich die volle Punktzahl für den Sieg und auch für die Reitweise im ersten der beiden. Dantos geht nach vorne. Dantos vor Lovely Dream, vor Dieu Rapide. An der Außenseite All My Love. Da wird es ein wenig eng für Kingdom of Heaven. Und ganz an der Außenseite kommt jetzt hier Agent Axel angerollt. Wer ist denn nun vorne? All My Love ist vorne. All My Love vor Agent Axel an der Außenseite. Innen Dantos. Und dann schießt hier Simsong jetzt hindurch. Simsong an der Innenseite. Agent Axel und All My Love. All My Love, Agent Axel und Simsong. Simsong, All My Love und Agent Axel. Im letzten Wertungslauf konnte auch Robin Heddens wieder punkten. Next Wave macht Boden gut, Queen an der Innenseite, dann ist es außen Laveldor und dann Lacrimosa. Jetzt fächern sie alle breit auf und Robin Heddens will sich den Siegespfad hier womöglich sichern dort. Ganz an der Außenseite mit Next Wave ist schon klar und deutlich voraus, auch wenn an der Innenseite Medaillon und Lacrimosa alles versuchen. Aber Next Wave auf den letzten 150 Metern vor Lacrimosa und vor innen dann Medaillon. Aber Next Wave ist vorne, auch wenn Lacrimosa angeflogen kommt, aber das ist viel zu spät. Next Wave hatte den ersten Lauf und gewinnt mit Robin Heddens. Ich bin Leon Wolf. Vielen Dank an Dr. Paul und die Mehl-Mühlens-Stiftung fürs Möglichmachen dieser tolle Rennen und natürlich auch vielen Dank an die Jockey-Schule fürs gute Vorbereiten auf diese Rennen. Weiterhin freue ich mich jetzt, dass es bald nach Newmarket geht und ich kann es kaum erwarten. Hi, my name is Sean Byrne. I grew up in the Curra, Ireland. I've been race riding in Germany since June 2020. I would like to take this opportunity to thank Dr. Paul from Gestüt Röttgen for giving all the young riders a chance to ride in a premier race track like Baden-Baden. I would also like to thank both John Hillis and the German Jockey School for all they have done for me, and I'm looking forward to the week at the British Racing School. Thanks. Wie in jedem Jahr dürfen die Preisträger sich auf eine Woche Intensivlehrgang an der British Racing School in Newmarket freuen, dank der Förderung durch die Mehlmühlens-Stiftung.